Und? Kann ich denn da reinschießen? Nein. Ja, fuck, Alter. Ficke, 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 fuck. Wo war jetzt nochmal der Weg zurück? Boah, das erinnert mich gerade echt an Devolet 1. Habe ich das doch auch am Anfang immer gehabt. Ja, hier oben geht's nicht lang. Rechts war die Truhe. Dementsprechend müsste das doch hier sein. Alles klar. Problem gelöst. Und speichern. Dummer kleiner Stein. So, ab zurück ins Tor. Oh, guck mal. Komm ich da irgendwie rein? Stimmt, oder? Aber unten lang. Lorum ipsum. Bam, Junge. Aufs Maul. Au, au. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja. Ich kann doch bestimmt den hier mitnehmen, oder? Ja, wie geil war das denn bitte? So, komm, Stufenaufstieg. Jawohl. Wunderbar. Meine kleinen Freunde. Und darüber. So, und hier gibt es jetzt bestimmt wieder was zu holen, oder? Ich meine jetzt außer Münzis. Münzis sind toll. So, bam, Junge. Ein rollender Stein. So, easy game. Ja, genau. Ich glaube, hier war ich am Anfang. Ich bin mir ganz sicher, aber... Jawohl. So. Hey. Die Brücke steht auch noch. Aber der Rest des Dorfes ist nicht da. Hm. Ein Dorf! Wo ist es? Mein Vater! Meine Freunde. Sissi. Ach Quatsch, nee, das war was anderes. Das war Michael Bulli-Herbrig. Sind alle verschwunden. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Ich mache gerade voll die Artikulation mit den Händen, muss ich gerade mal sagen. Es muss eine logische Erklärung geben. Mein Papa hat immer gesagt, für alles gibt es eine logische Erklärung. Ich hoffe, sie hat recht. Was? Papa? Meine Frau Papa, oder was? Ist ganz so, als wäre mein Dorf nie da gewesen. Tja. Kuro, habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Ja, woher soll ich das wissen? Ach, wirklich? Oh, scheiße. Na, wenn das nicht ermutigend ist. Das muss mit unserem Kampf gegen den Hüter zusammenhängen. Vielleicht haben sie in den Bergen Schutz gesucht. Lasst uns dorthin aufbrechen. Ich bin sicher, dass es allen gut geht. Lächerlich. Was ist das für ein Bullshit? Irgendwie andere Zeitzone oder so, ja? Mädel, lass mich doch jetzt nicht hier alleine durch die Gegend rennen und irgendwelchen Shit machen. Und wir beide wissen, it is not true. Ey. Ficke sie sich hart, ja? Du auch. Da komme ich gar nicht durch. Na, doch, da vorne. So. Eine Truhe. Eine Truhe. Ich will geilen Stuff finden. Das nehme ich zuerst mit so. Und? Hat das wahrscheinlich einen Stern drin, wa? Oh. Zwei Sterne von 30 habt ihr gesammelt. Findet alle weiteren, bevor das Spiel vergammelt. Ist mir egal. So, auf geht's. Andere Seite. Booyaka. Da liegt eine Axt. Die hätte ich gern. Komm schon, sei lieb. Okay, dann nehmen wir den. Na sieh mal an, wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Nein.
Nun, dann lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Entschuldigung, das ist ein Mann. Ihr habt nichts mehr zu befürchten hier. Sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hier geblieben. Sonderbar, erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Echt jetzt? Jedenfalls stammt er nicht aus meinem Dorf. Und scheinbar weiß er auch nicht, warum es verschwunden ist. Psst, Kuro, lasst euch von ihm nichts erzählen. Der Krieg ist schon lange zu Ende. Ich habe eher den Eindruck, dass ihr nicht meine Tassen im Schrank hat. Komm, Sissi. Na, sieh mal einen an. Wir bekommen hier einen... Achso, das habe ich schon gemacht. Ja? Ja, ist okay. So, komm. Dum, dum, dum. Ab in die Berge. Boah, was ist das denn für Vieh? Alter Junge. So läuft das. Deck auf die Fräse, Alter. Alter. Geister? Auch kein Problem. Alter Junge, die ficken mich. Komm, ist hier noch Herzis drin? Jawohl, eins wenigstens. Guck mal, wollten sie mich natzen? Hey. Die machen echt Hammer Damage. Fick doch die Henne. Bin schon wieder gestorben. Uiuiui. Na gut, dann machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Cut. Danke, bis später. Okay, bei den ganzen Schnittchen. Next try. Nach einer kurzen Verschnaufpause können wir endlich weitermachen und die geheimnisvolle Vault von Evolent entdecken. Erfahrungen sammeln und diese komischen Geister-Schneemänner Köln. Hey. Oder. So, jetzt. Alter. Bitches. Aber egal. Moment, so. Aha. Ausgetrickst. Aua. Boah. Was ist da passiert? Ich hab da links oben den Schalter umgelegt. Oh geil, jetzt werde ich gerade voll geheilt. Nur damit ich eine halbe Sekunde später dann wieder aufs Festbett kriege. Und Power Punch. Ja, Schlampe. Ah, weiter geht's. Später! Das macht mir alles nichts. Wir killen die Spinnen. Power Punch! So, Erfahrungspunkte. Den oder den anderen? Den. Jetzt, wie wir gemerkt haben, diesen hier. Was? Achso. Ah. Trick ganz schön gefickt eingeschädelt. Jawohl. Zurück. Nichts nach oben. Ich bin gespannt, wann wir in der... Alter. Ich glaube, ich habe echt, wenn wir in der Welt weiter... Alter. Weiter nach vorne gehen. Ah, den muss ich wegteleportieren. Alles klärchen. So, ab zurück, meine Freunde. Den rechten Tür. Also ich meine, wann wir in der Spiele-Evolution quasi weiterkommen. Ja. Ein paar Herzen Gibbeter. Okay, das war gut. Okay. Nein, so ist es hier rüber.
Aua. Miese. Boah, die hat mir richtig Aua gemacht. Komm, und drüber. So. Und dann du hier in die Richtung. Und jetzt dürfte sich der Schlitz öffnen, wa? Jawohl. Oh, ein Speicherpunkt. Ja, nice. Da kommen wir noch so durch, oder? Dachte ich mir doch. Treppen? Noch mehr Treppen? Alter. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schnell, schnell. Mich in so einer Sitte. Oh, aua. Alter. Alter, Vater. Schnell weg hier. Boah. Bosskampf. Boah. Komm, Hayuken hier. Booyaka. Alles easy. Aber 13 Herzen. Wir haben noch ein bisschen. Hier, Kamehameha. Wunderbar. Oh, du Fotze. Oh, nein. Hier, Hayuken. Boah. Alter Vaterus, ey. Das war jetzt ganz schön eng. 7 HP noch, ist echt nicht die Menge. Bitte sei nicht böse. Schaut mal, Kuro. Ein Mammut. Und ich dachte, die seien wegen der globalen Erwärmung ausgestorben. Ja, wer dachte das nicht, ey? Jedenfalls versperrt uns dieses hier den Weg. Ah, ich hab's. Ich benutze den Armreif der großen Stärke, den ich neulich einem Händler abgekauft habe. Was ein Zufall aber auch, ja? Ganz easy, da steht ein Mammut vor der Tür. Das ist eigentlich ausgestorben. Ausgestorben seit hunderten Jahren, ja. Aber auf einmal zockt die einfach ihren Armreif der großen Stärke gegen Mammuts, ja. Damit werde ich das Mammut im Nullkommanichts aus dem Weg räumen. Okay, funktioniert doch nicht. Es funktioniert nicht. Danke. Hat dieser Händler mir etwa einen gefälschten Armreif ohne Magie angedreht? Wenn ich den in die Finger kriege, wird er den Tag reuen, an dem er mich getroffen hat. Tja, mir gehen langsam die Ideen aus. Ich überlasse das Problem euch, Kuro. Alles klar. Komm, wir talken jetzt mit dem Ding. Nicht? Voll geil, oder? Mach mich das jetzt platt? Das ist ein liebes Ding. Oh. Speichern! Oh geil. Du bist direkt geheilt, Alter. Cool. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Das läuft auf so eine Rätselpassage hinaus jetzt gleich. Komm. Das ist wieder ein Stern drin, oder? Oh! Orikon-Erz, ein äußerst seltenes Erz, aus dem mächtige Ausrüstung gefertigt werden kann. Das finde ich gut. Das like ich doch mal gerne. Das sag ich doch. Das wird jetzt ein Rätsel. Mama. Ein Rätsel. Wo geht das denn hin? Ich weiß. So. Komm schon. What? Da kann ich aber nicht durchhauen, oder? Oder?
Doch. Scheinbar schon. So, so, Problem gelöst. Einmal rüber. Und, oh ja, logischerweise kann ich da durchschauen, was ich das hier auch gemacht habe. Juhu! Weiter geht's.